Die folgende Sendung wird präsentiert von Ratsherrn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Heimat, deine Geschichte. Wir sitzen in der Ratsherrenbar in Hamburg und ich freue mich, heute einen echt großen Namen bei uns begrüßen zu dürfen. Philipp Westermeier, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir sprechen heute darüber, was du dir für ein Medienimperium, ich darf es so nennen, glaube ich, in Hamburg aufgebaut hast. Bevor wir damit starten, gucken wir uns einen kurzen Trailer zu dir an. Philipp Westermeier, 1979 in Essen geboren. Nach dem BWL-Bachelor und drei prägenden Jahren in New York zieht es ihn zum Masterstudium nach Hamburg. Beruflich startet Westermeier als Vorstandsassistent bei Bertelsmann. Dann wechselt er die Seiten und wird selbst Unternehmer. Er gründet zwei Marketing-Technologiefirmen, verkauft beide erfolgreich und gründet parallel erneut. OMR startet als Medienkonferenz- und Wissensplattform. Flaggschiff der Plattform ist das jährliche OMR Festival mit hunderten internationalen Ausstellern und hochrangigen Speakern. Am 17. und 18. Mai werden hier wieder 60.000 Besucher in den Hamburger Messehallen erwartet. Wir haben es eben gehört, du hast auch in New York gelebt. Das heißt, du hättest das ganze Ding eigentlich auch in New York aufziehen können, hast dich aber für Hamburg entschieden. Was macht Hamburg denn besser als New York? Sagen wir mal so, ich hätte das, glaube ich, nicht in New York bauen können. Damals war ich irgendwie 19 oder so, dann bis 23. Da hätte ich es, glaube ich, noch nicht bauen können. Aber ich bin total froh, das hier zu machen, weil gerade bei Events ist es wirklich so, Events funktionieren besser in Städten, die nicht ganz so groß sind. Jetzt fies gesagt, B-Städten. Also New York ist ja eine absolute A-Stadt. Hamburg ist jetzt so die zweit-drittgrößte deutsche Stadt. Und das ist besser, weil man kann halt mit einem Event dann wirklich die ganze Stadt sozusagen mitnehmen. Die Zeitungen, die Bahnhöfe, die Flughäfen. Die ganze Stadt bekommt bestenfalls mit, was man mit einem Event macht. Das ist in New York oder jetzt irgendwie in riesigen Städten einfach nicht möglich. Aber so 2 Millionen Städten wie Hamburg, da ist es halt perfekt. Es ist nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Das ist ein Erfolgsrezept für Events. Wir sprechen gleich mal von A bis Z darüber, wie du dir das ganze Ding aufgebaut hast. Ich würde sagen, wir schnappen uns was zu trinken und dann geht's los. Alles klar. Das ist Dolf. Vor uns steht ein Hamburger-Gedeck, kein Herrengedeck, ein Helbing und ein Pilz. Hast du einen Trinkspruch parat? Boah, Trinksprüche sind nicht so meine Stärke. Aber einen hätte ich, und zwar lieber einen Bauch vom Trinken als einen Buckel vom Arbeiten. Boah. Okay, danke. Boah. Sehr gut. Okay, Prost. Tschüss. Apropos. Buckel vom Arbeiten, die OMR steht an. Das ist gerade eine ziemlich heiße Phase für dich. Ja. Wie geht's dir gerade? Ja. Mir geht's gut, es ist nur eine mentale Belastung, so ein großes Event zu machen. Es ist halt irgendwie, alles fokussiert sich auf 2 Tage, die müssen funktionieren. Und die sind jetzt ja bald, also 17. 18. Mai. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen froh, wenn ich abgelenkt bin. Insofern freue ich mich, wenn du mich jetzt zum Trinken motivierst. Ja, genau. Prost. Starten wir mal ganz am Anfang deiner Karriere. 2011 hat das, glaube ich, mit der OMR so langsam gestartet. Damals war das aber noch so ein nerdy Ding. Wie war das? Bist du immer noch ein Nerd? Wie viel Nerd von damals steckt noch in dir? Also ein bisschen Nerd bin ich noch und es ist natürlich auch noch so unsere Wurzel. Also das Marketing und dieses Digital-Marketing, mit dem wir angefangen haben, das hat uns ja sehr, sehr weit gebracht. Und wir hatten Wahnsinnsglück, dass damals ja auch Google und Facebook und so halt nerdy Sachen waren. Das kannte man nicht so richtig, so Google, ja, ist irgendwas. Dieses Online-Marketing war jetzt ein bisschen sowas für so den Rand. Und mittlerweile ist es halt in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Google und Facebook und Amazon, Apple sind die wertvollsten Firmen der Welt. Das sind genau unsere Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und diese Reise haben wir halt voll mitgemacht und sind so in die Breite gegangen. Und deswegen bin ich auch jetzt ein bisschen weniger Nerd und ein bisschen mehr in der Breite und beschäftige mich mit Wirtschaft jeglicher Art. Ein bisschen aber mit Showgeschäft, ein bisschen mit Musik, so Entertainment. Das gehört alle mittlerweile mit dazu. Du hast eben Google und Facebook erwähnt. Das sind quasi
zwei Riesenräder in einer riesigen Maschine. Hast du dann nicht Angst, dass du oder beziehungsweise OMR auch so ein bisschen davon überrollt wird, von dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, mit der wir ja auch heute unterwegs sind? Ja, also wir sind ja selber erstmal Profiteur des Ganzen. Es gibt so viele Fragen. Irgendwie die ganze Welt fragt sich, wie man dort agiert, was das bedeutet, dass es diese großen Firmen gibt. Jeder muss da fast schon irgendwie präsent sein, zumindest in der Wirtschaftswelt. Und das ist für uns eher eine große Chance als ein Risiko, muss man sagen. Und du hast gar keine Angst, dass du vielleicht damit auch irgendwann mal, hart gesagt, auf die Klappe fällst, weil es alles zu schnell geht. Hast du Angst, den Anschluss zu verlieren oder beziehungsweise diesen Informationsdrang, der irgendwie auf dich einströmt, gar nicht gerecht zu werden? Als Experte Sorge habe ich natürlich, aber mittlerweile muss man auch sagen, sind wir ja in der Firma so ein großes Team geworden. Ganz viele Redakteure, ganz viele Leute, die sich da auch mit beschäftigen, die viel tiefer mittlerweile da fachlich dran sind als ich. Und wenn man jetzt auch weiß, man hat da einfach ein starkes Team, dann habe ich da selber nicht so eine Angst. Meine größte Angst ist in dem Bereich, oder generell vielleicht sogar, dass mich die Neugier verlässt. Bei mir ist vieles entstanden, weil ich halt neugierig bin. Das ist eigentlich das einzige Erfolgsprinzip, das ich so irgendwie kenne. Und wenn die Neugier irgendwann mal vorbei ist, dann, und ich sage, boah, ja gut, machen die irgendwie bei Facebook, machen die bei Instagram, okay, das gibt es jetzt auch bei TikTok und es interessiert mich nicht mehr, ich glaube, dann wäre es gefährlich. Aber solange es mich interessiert, ist gut. Wie neugierig auf einer Skala von 1 bis 10 bist du aktuell noch? Schon noch sehr neugierig, eher 9, 10 würde ich sagen. Okay, krass. Was ich ja ganz interessant finde, ich habe gehört, dass du vor der Pandemie eigentlich den Plan hattest, so ein bisschen zurückzutreten, ja, was dein Gesicht angeht. Ja. Man verbindet dich ja schon extrem mit der Marke und du bist die Face of dieser Marke. wieso wolltest du das machen? Weil ich glaube, unternehmerisch ist es halt nicht so gut, wenn eine Person für so eine Firma steht. Bei uns ist es okay, weil klar, es braucht einen Gastgeber, eine Medienmarke, braucht traditionell irgendwen, der dieses Medium macht. Wir machen ja ganz viele Podcasts, Artikel, Seminare. Da ist es immer gut, wenn auch eine Person dem sozusagen ein Gesicht gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, weil wenn ich da irgendwie ja wirklich die Kraft verliere oder die Lust verliere oder auch mal länger Pause machen möchte, dann hängt halt zu viel an mir. Und auch die Firma darf nicht von einer Person abhängig sein. Und deswegen war mein Plan, auch andere Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, da einfach mehr nach vorne zu stellen. Und das wollten die auch gerne. Und dann kam es aber so, dass halt die Pandemie kam, so viel war anders. Und wir brauchten halt diese Superkraft, die man halt dann nur dann hat, wenn man sozusagen als Person einer Marke besonders helfen kann. Und das konnte ich jetzt in den letzten Jahren. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist halt keine Zeit für irgendwelche neuen Sachen. Jetzt muss ich versuchen, diese Marke zu tragen, so gut es geht. Und jetzt kommen wir hoffentlich ja bald aus der Pandemie raus und es werden wieder normalere Zeiten an. Und dann werden wir wieder neu versuchen, dass ich jetzt nicht mehr alleine der Typ bin, der für OMR steht, sondern dass wir halt, da sind mittlerweile fast 300 Leute, dass die für OMR stehen. Was willst du dann machen? Ich will da weiter arbeiten, aber nicht mehr so ständig bei allen Sachen derjenige sein, der gefragt wird oder der auch irgendwie nach vorne tritt, sondern dass meine Kollegen mal die Bühne moderieren, einen Podcast hosten, ein Abendessen hosten, die Dinge machen, die ich so mache. Ja, Abendessen hosten hört sich auch gut an. Das ist ein Job, ne? Das ist ein Job. Was ich mich nämlich gefragt habe, als ich davon gehört habe, dass du von der Marke so ein bisschen vom Gesicht her zurücktreten möchtest, ob du dir auch vorstellen könntest, die OMR, also dieses große Baby, was du da hast, auch mal abzugeben und zu verkaufen. Weil wir haben das eben im Einspieler gesehen, du hattest schon mal zwei Unternehmen, die du auch verkauft hast. Könntest du dir das bei OMR auch vorstellen? Nicht so gut, nee. Es war eine andere Zeit. Also jeder in meiner Altersgeneration, der im Internet irgendwas gegründet hat, der hat davon geträumt, so als er dann irgendwie vor 10, 15 Jahren in seinen 20ern war, okay, jetzt gründe ich eine Digitalfirma, eine Internetfirma und dann verkaufe ich die. Das war damals so halt die Generation. Alle haben gesehen, StudiVZ haben die gegründet, ein Jahr später hat es verkauft. Das hat uns alle inspiriert, so ein bisschen auch so halt zu versuchen, irgendwie Geld zu verdienen. Und dann haben wir halt auch so entsprechend das gegründet, mit Investoren, um halt schnell zu wachsen. Und dann muss man ja verkaufen, wenn man Investoren an Bord hat. Und bei OMR ist es alles anders. Ich habe die Erfahrung jetzt einmal gemacht. Ich habe das irgendwie ohne Investoren aufbauen können. Das ist ja auch keinen Druck. Es ist meine Heimat, ganz viele Freunde, Familie arbeitet bei uns. Deswegen kann ich mir das nicht so vorstellen. Es ist nicht das Ziel, ob das mal eines Tages passiert, das weiß ich nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das vorhabe. Du hast eben gesagt, Familie und Freunde, die arbeiten auch alle bei dir und sind mit in deinen Projekten irgendwie involviert. Wie viele Freunde hast du denn noch, die nicht da reinzählen, die was ganz anderes machen? Exzellente Frage. Es sind in Hamburg nicht so viele, weil gerade hier natürlich, OMR ist ja so ein sozialer Marktplatz, so ein sehr soziales Ding, wo alle irgendwie anknüpfen können, connecten können. Und das ist dann auch der Fall. Deswegen habe ich damit nicht jetzt alle angestellt, aber
natürlich alle helfen irgendwo mit, sind Partner, sind Kunde zum Teil, sind Speaker, Referenten, Künstler bei uns. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Und das ist schon sehr von dem Beruf, wenn man so will, dominiert. Du hast eben sozialer Marktplatz gesagt. Ihr habt euer Herzensstück ja in der Schanze. Warum ist das für euch so der perfekte Platz? Es ist sehr zentral in Hamburg. Es ist sehr nah an den Messehallen dran, wo wir ja sind. Es ist irgendwie total nah an dem Telemichel dran, also dem Messeturm, Funkturm, den wir gepachtet haben für die nächsten 20 Jahre und gerade sozusagen wieder in Stand bringen. Es ist ja gut erreichbar. Die Schanze ist auch so ein bisschen der Spirit, den wir auch sind, so ein bisschen alternativer vielleicht. Andere Wege gehen, unabhängig zu sein, jünger zu sein. Das ist da alles irgendwie zu Hause, ein bisschen auch ja, so Nachtleben. Wo wir sehr auch, nachbarschaftlich auch. Nachbarschaftlich, genau. Also es passt so schon. Ich habe da nie so jetzt explizit über alles nachgedacht, es hat sich ja auch so ergeben, aber es ist wirklich eine super Mischung. Und selbst auf dem Hof, wir sind ja auf dem Hof da, da ist eine Brauerei, eine Kaffeerösterei, das ist einfach ein mega schöner Hof, Restaurants. Wir arbeiten mit Tim Melzer zusammen, der dann bei uns in die Podcast kommt, der sein Restaurant da hat. Irgendwie, wie gesagt, es gibt da Getränke. Es ist einfach ja, die Mikrolage, die Makrolage ist top. Sag doch nochmal zum Schluss zwei Punkte, warum die Leute in diesem Jahr unbedingt bei eurer Messe, die ja jetzt zum ersten Mal nach der Pandemie wirklich wieder so stattfindet, dabei sein sollten. Es gibt mehr als zwei Punkte auf jeden Fall. Man kann wahnsinnig viel lernen. Alleine aber halte ich es für inspirierend, wenn man in die Messehallen reinläuft. Ihr habt die Messehallen noch nie so gesehen, wie wir die quasi herrichten. Es kostet am Ende 40 Euro. Und in den 40 Euro, selbst wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf Business, lass mich mit dem ganzen Scheiß in Ruhe, sind halt Konzerte. Da treten halt Leute auf, Sui Vies, Kraftklub, Materia, die Hamburger Goldkehlchen, Olli P's, ich vergesse jetzt ganz viele. Und das gibt es auch nur für 40 Euro. Also man kann da auch nur als Musikevent hingehen, aber man kann natürlich auch da Quentin Tarantino gucken, Ashton Kutcher gucken, also große Namen aus den USA, die digitale Dinge tun, Filme machen, die bei uns sprechen. Es gibt irgendwie 800 Referenten, es gibt ja sehr, sehr viel zu sehen, gutes Essen. Ich glaube, wenn man irgendwie Zeit hat in den Tagen, und es sind ja Werktage, kann man sich auch im Zweifel Urlaub nehmen, dann einfach mal Inspiration, so ein bisschen wieder auch Leben einsaugen, Leute treffen. Da gibt es tausende von Gründen. Philipp, ich kann noch stundenlang mit dir quatschen. Du hast uns jetzt auf jeden Fall gut angeteasert, was deine Messe angeht. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall am Start zu sein. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Schön, dass du heute dabei warst. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, euch hat diese Folge Unsere Heimat, deine Geschichte auch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einer spannenden Gästin. Bis bald. Diese Sendung wurde präsentiert vom Ratsherrn.